Ja, und damit herzlich willkommen zu Raft. Nein, natürlich nicht. Wir sind bei Stray und wir sind immer noch dabei, hier aus dem Gefängnis zu flüchten. Und, oh, wir können mit dir sprechen. Machen wir das doch mal. Bleib wachsam. Wir sind doch nicht in Sicherheit. Naja, gehen wir mal hier. Ah, okay. Ja. Easy. Lass dich mal hier raus. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus diesem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort, also von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Hm. Vermutlich irgendwie wieder klettern. Ja, so ein Tuk-Tuk-Gedöns. Schlüssel. Sie haben Glück, sie haben den Schlüssel in der Tür stecken gelassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters, solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so den gesicherten Bereich zu gelangen. Okay. Okay, geschafft. Hm. Nichts Interessantes hier hinten. Das ist jetzt echt so einfach. Ja, Moment, ich muss mal ganz kurz räuspern. Und da bin ich auch schon wieder. So, da. Naja, war ja klar. Alarm. So. Oh, scheiße. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ey, nehm ich mit, nehm ich mit. Was soll denn das? Alter, nein. Oh, Gott sei Dank. Oh Mann, du hast doch gar nicht geguckt. Hau dich jetzt. Okay, krass. Was? Nein! Wieso gehst du... Wieso? Wir werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablecken, aber du musst gehen. Ich meine fest, dass Außenwelt da steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Oh. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Schlüssel. Geh jetzt, ich behalte dich in meiner Erinnerung, Speicher. Kleiner Außenweltler. Oh. Och Mann. Na gut. Dann werden wir jetzt mal U-Bahn fahren. So. Okay, ich dachte, ich müsste hier was machen. Komm, ich lass mich mal hier rauf. Bitteschön. Ich kann hier gar nichts machen. Was fehlt dir? Gehen wir den Kabel hier entlang. Backtracing. Ah. Neko Corporation. Wir haben wieder Saft. Liebe Roboter, ihr könntet jetzt alle raus.
wenigstens mal so einen Erkundungstrip hätte dir machen können. Na, mal gucken, ob das so easy ist. Yes! Willkommen beim Stray U-Bahn Simulator. Das alles läuft mit so einer kleinen Atombatterie. Die sind schon mal authentisch. Okay, die läuft voll automatisch. Ist ja mega schick hier. Und du findest es nicht komisch, dass da jetzt einfach mal eine U-Bahn reingefahren ist? Hallo, wie kann ich dir helfen? Okay. Hey, sieht alles so gut aus. Sehr spezielle Rolltreppe übrigens. Wall City 99. Hä, bin ich jetzt hier im falschen Film oder was ist hier los? Sei just Bewohner der Mauerstadt 99. Sind wir noch im gleichen Dom oder ist das jetzt ein zweiter Dom, nimm an. Heilige Mutter, wow. Die Slums, da die obere Stadt. Krass. Da der Aufzug. Krass. Und das war dann wieder Haupteingang hier? Sieht alles noch so gut aus. Und dann die Roboter. Nach all der Zeit. Meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte werde ich an den zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. City sealed. Moin. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund einer Eindämmungsmaßnahme verschlossen. Bitte werde ich einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hätte wirklich mal ein bisschen die Außenwelt beobachten sollen. Control Room. Inspizieren. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Er sagt weiter, dass nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung, Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Wie denn das? Ist das eine Erinnerung? Mit so Glitzerdinger. Wir machen das jetzt nochmal. Ah. Hey, Kuh? Muss ich hier drauf springen? Aber ich kann ja nichts machen. Komm, mach das nochmal. Ich kann ja nicht drum kuhen. Ah, scheiße, jetzt habe ich rausgetappt.
Was willst du von mir? Ah. Alles klar. Komm mal mit. Ja, komm her. Ah, schlau. So, jetzt nochmal das hier. Jetzt cool. Pass auf, da hat Strom. Okay. Easy enough. Okay. Kleiner Mann, kannst du wieder mitkommen? Nee, macht er natürlich nicht. Ach, das war... Okay. Control Sender. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauren Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Dazu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Oh. Und wir sind komplett. Ja, ich würde die Stadt gleich für alle aufmachen. Dann könnt ihr rüber da raus, wenn es irgendwie geht. Aber für so eine Riesenstadt... Das ist nur überschaubar. Sind denn mehr so Überwachungsmonitore hier? Gibt es davor noch eine geile Übersicht? Ich stelle mal kurz da drauf. Es ist halt schon mega. Aber es ist ungefähr so ein Drittel, was hier noch am Leben ist. Hä? Da so in dem Zentrum, da oben. Krass. Ja, dann. Inspizieren. Da ist er, der Hauptcomputer. Der große Hinner nach zu urteilen war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abwicklungszyklus aus längst vergangener Zeit fest. Wenn wir entdeckt werden, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Die Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Wenn du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um das System zu gelangen. Ja, okay. Und die Sachen hier einschalten. Hä? Ach so, die Tastaturen. Na komm. Easy enough. Ah, da läuft das meiste ja schon. Ich sag, ihr klappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wenn man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Was ist los? Roof Controls. Dach aufmachen? Da. Das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns da noch hindern, sie zu nutzen. Was ich mir jetzt gerade denke, wenn wir das jetzt für alle aufmachen, was ist dann mit diesen Zergs? Kommt der dann auch raus und vernichten dann alles? Weil das wäre ja dann quasi die nächste große Plage. Einfach nur, dass ich es mal gesagt habe. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt.
Und das machen wir wie? Selbst das. Hä? Hä? Muss ich jetzt hier. Hä? Ich verstehe es jetzt gerade nicht ganz. Hat das was mit den Tasten zu tun? Nee. Was willst du von mir? Also irgendwas, da ist ein Monitor, da ist ein Monitor und irgendwas kann man da reinstecken. Ah. Komm, komm, geh da rauf. Hecken E. Ah, okay. Ja, alles klar. Oh, oh. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Oh, oh. Oh, no. Kommen jetzt Security Bots. Oh, nein. Wir müssen weitermachen. So, du bist hier an einem Kabel. Cool. Sehr gut. Und einmal wieder hacken. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Ich habe so die Vermutung, dass du da drauf gehst. Dass wir ein tragisches Ende haben. Ah, bitte geh jetzt nicht drauf. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut, das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Naja, wenigstens bist du noch da. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Nigiza deaktivierende zentrale Kontrollsysteme der Stadt nötig war. Immer nötig sein würde, mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Oh. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnten meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Oh Mann, ich hatte recht. Ich dachte, ich müsste die Erinnerungen der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Oh. Du warst mein Freund, das Beste, was ich hätte wünschen können. Ich danke dir. Oh. Ach man. Oh mein Gott. Holy shit.
Oh, cool. Die sterben dadurch. Oh, und die Granate deaktiviert. Okay. Ach man, Doktor, willst du nicht wieder aufwachen? Ich kann jetzt auch gar nichts machen. Ah doch, jetzt kommt was. Na komm mit. Ach so, mit Q lege ich mich wieder dazu. Ja, krass. Die letzte Stufe auch noch? Oh, ich will jetzt sehen, wie das alles hier dann frei ist. Krass. Muss man hier nach oben springen? Und? Letzte Stufe? Vorletzte, wenn ich das so sehe. Und es regnet Dreck hier runter. Na, das ist noch eine Stufe. Ja, wie geil. Krass. Okay, cool. Aber nicht so cool wegen dir. Ah, ich würde dich gerne mitnehmen. Kann ich da wirklich nichts machen? Oh Mann, es ist so traurig. So, raus aus der Bude. Könnte ich jetzt nochmal... Ja, ich könnte wieder zur Tram runter. City Open. Ja, hier schaut es dann gleich nicht mehr so gut aus. Und wir haben es geschafft. Ja, was ein Erlebnis, du in der großen Stadt da drin. War das gerade ein Spoiler? Oh, ich hätte so gerne die Außenwelt noch gesehen. Ah, schön. Also ich muss sagen, das war ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Und ja, also ich würde es vermutlich auf der Stelle nicht gerade nochmal durchspielen, weil es ist doch ziemlich schlauchig. Höchstens vielleicht für Achievements. Es gibt ja auch ein Achievement, dass man das unter 2 Stunden durchspielen kann und dann kriegt man das. Ja, mal gucken. Aber Atmosphäre war wirklich toll. Die Inszenierung da mit den Robotern und wie die Übersetzung war, cool gemacht. Auch mit den kleinen Zogs, war nicht so stressig. Schon ein bisschen intensiver teilweise, aber nicht, ja, nicht so schwierig. Allgemein, das Spiel ist nicht sehr fordernd, also es nimmt halt schon sehr an der Hand. Mit den paar Rätseln, die es auch hat, wirklich toll gemacht. Cool umgesetzt, dann ist ein Cyberpunk-ähnlichen Stil, so mit Japan angehaucht. Hat mir gut gefallen, also gibt von mir die Note 1.
Also die deutsche 1. Meine 1 wäre in der Schweiz ganz schlecht. Ja, coole Sache. Hat wirklich Spaß gemacht. Hoffe, hat auch euch Spaß gemacht, jeder Let's Play zuzugucken. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Projekt. Jetzt gibt es für euch noch den Abspann. Mal sehen, ob da noch irgendwas Interessantes kommt. Und ich bin erstmal draußen. Ciao.